Also wir machen jetzt mal ein Update von den letzten Tagen, die wir auf dem Wasser sind. Wir sind jetzt... War ich jetzt schon? Nein. Okay. Fangen wir nochmal. Also Klappe die zweite. Wir sind jetzt 3 Tage unterwegs. Heute der 3. Tag. Wir wollen mal so ein kleines Update geben, wie es uns so geht, was wir so gemacht haben. Ne Maus? Warum? Was, bin ich so lächerlich oder was? Was? Hab ich hier irgendwas? Nein, jetzt. Jetzt bin ich voll dabei. Oh yeah! Also. Die dritte. Also ich will euch jetzt mal erzählen, wie es 3 Tage lang mit meiner lieben Frau war. Also wir sind gestartet auf La Palma mit der Windvorhersage, die ganz gut aussah. Jeder hat uns zwar gesagt, oder hat uns gefragt, warum wir jetzt eigentlich starten, weil ja gar kein Wind ist und auch keiner kommen soll. Unsere Wettervorhersage, auf die wir uns oftmals verlassen oder die wir uns stark angucken, die hat Wind vorhergesagt und so sind wir gestartet und hatten erstmal gar keinen Wind und haben gedacht, wenn das so weitergeht, müssen wir Motoren, aber dann fahren wir nach El Hierro, also das ist die Insel südlich von La Palma, 60 Meilen südlich, und wollten da Stopp machen. Bis dahin Motoren, 60 Meilen, keine Lust drauf. Und dann, als wir aus dem Lee, also aus dem Windschatten von La Palma rauskamen, da kam ein bisschen Wind, nämlich mit 12 Knoten. Und 2 Minuten später hatten wir 35 Knoten und der ging hoch bis 45. Also immer zwischen 35 und 45 Knoten Wind. Halleluja, sag ich da nur. War ordentlich. Und eine Welle hat sich natürlich auch aufgebaut. Und so sind wir dann dahin gerast mit nur mit Fock, die nur noch ein Viertel ausgerollt war. Na, unter Deck klang es eher wie dahin gedonnert. Ja klar, war ordentlich Wind und so schräg von hinten die Welle, also war wirklich ordentlich gewesen. Domi hat sich neben mich im Cockpit festgekrallt und hat gesagt, wir fahren nach El Hierro. Ich sagte, ja, wir gucken dann mal. Genau so habe ich das gesagt. Oh Mann. Die Diva kommt wieder durch. Naja, auf alle Fälle waren wir dann bei der Insel gewesen, bei El Hierro, und wir haben dann Letty gefragt, ob sie hier anhalten möchte. Wir waren soweit, weil der Wellengang mir auch ein bisschen zugesetzt hatte, muss ich sagen. So eine Nacht lang waren wir schon ein bisschen schlecht. Und wir hatten überlegt, machen wir nochmal Halt, weil die Insel soll auch toll sein. Aber dann wären wir da wieder eine Woche hängen geblieben. Also haben wir gesagt, nee, wir fahren auf die Kapverden. Ja. Weil ich mir sage, stick to the plan, wir fahren durch. Genau. Haben wir dann auch gemacht. Und nachdem wir dann aus dem Windschatten von El Hierro raus waren, hatten wir super Wind gehabt. Ne? Mhm. Die See ging ein bisschen runter. Wir hatten so 15 bis 25 Knoten, manchmal auch 30 Knoten, was völlig okay ist. Und so sind wir dann dahin geglitten. Und nach 2 Tagen ist die Seekrank waren wir ja nicht wirklich, aber hat man sich an das Wasser gewöhnt. Wir waren 2 Tage lang schon so ein bisschen müde ständig, also so eine latente Müdigkeit. Ne? Naja, Marie und ich, wir haben schon einen Tag durchgehangen, muss man schon sagen. Wir waren schon ein bisschen seekrank, aber haben uns schnell dran gewöhnt und jetzt wird wieder Räuber Zauselbart gelesen und jede Menge gespielt. Ne? Mhm. Und genau. Max ist sowieso immer gut drauf. Also, es geht uns gut und es macht Spaß. Jetzt gucken wir mal, was wir die nächsten 3 Tage machen. Seite und blickt ihn scharf an. Sag mal,
Das wievielte Mal lest ihr das Buch jetzt eigentlich? Dritte Mal. Heute. Das, heute. Das ist doch bestimmt schon das 20. Mal, oder? Das ist aber so ein schönes Buch. Ja. Zeig mal. Räuber-Zauselbart mit dem und der Zwerg mit den großen Schuhen. Räuber-Zauselbart und der Zwerg mit den großen Schuhen von Patrick Menge. Patrick ist ein guter Freund von uns. Und Patrick, falls du das hier siehst, das Buch ist erste Klasse. Genau. Und hier liegen Domi und Bugs, total erledigt. Unsere Süße hat sie es heute Nacht nämlich wieder in unserem Salon gemütlich gemacht. Und ratzt noch etwas. Na, nein, sie ist wach. Hey, guten Morgen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie unsere Zauberfee das hinkriegt, aus einem 5 Liter Kanister Wasser in so eine kleine Flasche zu kriegen. Die ist nämlich für Max. Für Max seine Milch. Ich muss das nochmal üben. Das ist nur der Vorführeffekt. Liebste Köchin. Spaß. Wir haben gar nicht so einen Schräggang heute. Schräglage. Schräglage. Du hast vielleicht Schräggang, wir haben Schräglage. Also, heute gibt's mal Brötchen. Wie von Zauberhand bewegt sich die Schüssel. Die Zuschauer können es wahrscheinlich gar nicht sehen, was wir hier für Schräglage haben. Aber es sieht ungefähr so aus. So hier. Maxi-Brei, das wird Maxis Brei. Das wird Maxis Brei. Süßkartoffel mit Möhre. Möhre. Hm. Unser Brot ist fertig. Mal gucken, bitte. Mhm. Muss ein bisschen abkühlen lassen. Guck mal. Lecker. Sieht aus wie ein Kuchen. Richtig schön ruhig halten, ne? Ja. So, heute wird mal Schule im Cockpit gemacht, weil schönes Wetter ist, weil man hier bequem sitzen kann. Ist zu schaukelig heute, da können wir drin nicht lesen. Da kriegen wir verdrehte Augen. Ne? Und schreiben. Der Baum ist nicht drin, ne? Oh nee, nicht schon wieder. Ich werde wahnsinnig. Warum kommt hier der immer raus? Ja, ganz wieder rück, runter. Jetzt passt es, hoffentlich. Alle guten Dinge sind 3, war der 3. Anlauf. Na dann. Ahoi. Gute Arbeit.
Wir hatten vorgestern, wo war es gestern? Vorgestern habe ich den ganzen Tag mit dem Spinnaker zugebracht. Hoch, runter, weil immer irgendwas nicht so richtig lief. Und wir hatten noch ein bisschen viel Wind, waren so 16, 17 Knoten. Und für 100 Quadratmeter Segelfläche ist es schon ordentlich. Also wenn da was schief geht, dann muss man da ordentlich dran zerren. Und einmal hat es sich um das Vorstag gedreht, weil wir clevererweise dachten, wir hatten das Großsegel nicht oben. Wir fahren so lange mit Fock, bis zumindest der Schlauch vom Spiel oben hängt. Und dann rollen wir die Fock ein. Dabei hat sich dann aber die Schlauchleine quasi beim Einrollen in die Fock eingerollt. War total dämlich, die Idee. Haben wir dann wieder runtergekriegt, indem wir alles runtergeholt haben. Indem wir Spiefall und Fock beides runtergeholt haben und entheddert haben. Und beim zweiten Mal hatte sich dann der Baum ausgeklingt und dann ging das riesengroße Segel so weit oben, dass wir alles mit einmal runterholen mussten. Dann haben wir es gelassen, hatten wir keine Lust mehr. Und jetzt haben wir es versucht und es funktioniert so. Endlich! Endlich! Tagen endlich mal wieder Sonne. Unser erster Fisch. Ein Barracuda. Oh, super. Gestern Abend gefangen. War leider schon dunkel, sonst hätten wir es mal filmen und fotografieren können. Aber ist leider nichts geworden. Ordentlich lang war er, ne? Bestimmt einen Meter. Mehr. Lago. Wir haben erstmal eine Skizze gemalt von der kapverdischen Flagge, die wir vergessen haben. Und versuchen mit einer selbstgemachten Flagge die Gastfreundschaft des Landes zu gewinnen. Mit Wasserfarben. Mit Wasserfarben. Naja, was anderes haben wir nicht. Mal gucken. So, wir schauen uns jetzt gerade die ersten fliegenden Fische an, die auf unser Boot geflogen sind heute Nacht. Guck mal, da sieht man schon die Flossen, ne? Die Flügel. So sehen die dann aus, wenn die fliegen. Interessant, ja? Und jetzt fliegen die fliegenden Fische ein letztes Mal. Ja. Du bist der Spitzenreiter im Fischweitwurf. Hey, ich bin eine Insel. Wow. Da. Ja, willkommen an. Ja. Yay. Wir sehen Land. Maxi. Land gesichtet. Ui, nicht verschlucken.